Zeit sind wir angereist zu diesem wunderschönen Ort. Fast 2 Stunden Fahrt waren es von Sarajevo bis zur Jamia Kushlat, einer einzigartigen Moschee hoch oben auf dem Felsen. Direkt neben der Straße ist der Zugang, der kurze Weg hinauf zu einer kleinen Moschee, die einen wunderbaren Blick über die ganze Umgebung bietet. Der Ort ist so wunderbar, der Aufstieg so wunderbar, dass uns wirklich der Atem weggeblieben ist. Es ist ein Ort der Kraft und der Wald, durch den wir gegangen sind, hat richtig glücklich gemacht. Das ist ein Kraftort der höchsten Klasse. Wir oben angekommen sind und diese kleine, wunderhübsche Moschee entdeckt haben, waren wir noch mehr beeindruckt. Hoch oben am Fels weht der Wind gewaltig und gleichzeitig sieht man so tief hinab ins Tal und rundherum in die Umgebung, dass man tief berührt ist. Die Moschee gilt als eine der ältesten Moscheen des Landes und war ursprünglich ein militärisch-religiöses Gebäude, das in der frühen osmanischen Zeit zwischen 1460 und 1480 erbaut wurde. An die Moschee sind viele Legenden geknüpft, zum Beispiel, dass sie eigentlich unten gebaut war und sich von selbst hinauf erhoben hat auf den hohen Fels. Sie wurde wieder abgetragen und hinuntergetragen und in der nächsten Nacht hat sie sich wieder erhoben auf den Fels hinauf. Und schließlich hat man sie dort gelassen. Was auch immer für Geschichten es sind, der Ort ist einzigartig und wir konnten hier richtig auftanken.